Meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz der Brose Baskets anlässlich des Spieles der Brose Baskets gegen die Volta Tigers Tübingen in der BeCo Basketball-Bundesliga heute. An meiner Seite die beiden Head Coaches, zu meiner Rechten Igor Pirovic von den Volta Tigers aus Tübingen, zu meiner Linken Chris Fleming von den Brose Baskets. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Igor, your statement to the game, please. Thank you. Good evening. First of all, congratulations to Chris and his players. We knew that we're going to play against a great team and the best players in this country. We wanted really to see how we develop during this season, and I am satisfied, you know, the way we played today. Of course, to have a close game in Bamberg, you must have a better three-point percentage. I think that we missed too many shots. You know, most of them was open shots. The way we played defense in the first 20 minutes, I can be satisfied. You know, we controlled them. They scored 35 points. But I can be only satisfied, like only with the way we play offense in the second half, and we scored 43. But then Bamberg also had a great, great second half, and you know, played their game. You know, with the many three-point shots, great transition game, and that was you know, key factor in the second half. You know, when they started to play their game, when we couldn't control their speed anymore, and their ball moving, and it was very difficult for our young players. As I said, I'm not, of course, sad that we lost today, like in this gym, like all teams like lost games in last 2 years, I just wanted to see development, and I can say one more time that I'm, you know, satisfied with my players. Thank you. Thank you very much. Gibt's Fragen an Coach Pirovic? Das ist scheint nicht der Fall. Dann darf ich dich bitten, Chris, dein Statement zum Spiel bitte. Ja gut, Tübingen ist ein äußerst unangenehmer Gegner. Aber Igor hat es in den letzten 2 Jahren geschafft, die Mannschaft zu haben, die Dizek am meisten über die Saison verbessert hat. Und das hat er auch diese Saison gemacht. Ich glaube, dass unsere Jungs erste Halbzeit ein bisschen zu unaggressiv waren, offensiv. Die Tübingen Mannschaft hat viel geswitcht und so weiter. Und wir hatten offene Würfe am Anfang, die wir nicht getroffen haben. Und dann haben wir aufgehört, dann aggressiv zu sein mit dem Wurf. Darüber haben wir in der Halbzeitpause gesprochen. Ich glaube, dass unsere Veteran Players mit Schuput und Jacobson gerade am Anfang des dritten Viertels ein Zeichen gegeben haben. Und das hat uns zum Sieg gepusht. Danke. Danke für dein Statement. Ihre Fragen bitte. Das hat ungewohnte Lücken in der Abwehr. Du hast gesagt, unaggressiv in der Offensive, aber in der Abwehr, glaube ich, ist doch auch gelegen, ziemliche Lücken. Sie haben in der ersten Halbzeit 30 Punkte gemacht. Gut. Ich bin sicherlich nicht mit allem, was passiert ist, zufrieden. Defensiv, sicherlich insbesondere in unserer Rebound-Arbeit. Aber ich glaube, dass unser Hauptprobleme, so in Rhythmus zu kommen, lagen an unserer Offensive, ja, so unsere passive Spielweise, offensiv. Weitere Fragen? Was ist eigentlich jetzt mit Stucky? Wir wissen, glaube ich, Dienstag würden wir wissen, sie machen einen CT, aber man kann davon ausgehen, dass der Fuß wieder zugebrochen ist. An der gleichen Stelle? Ja. Noch weitere Fragen? Scheint nicht der Fall, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Glück für die nächsten Aufgaben an beide Coaches. Danke. Ja.